Heyho zusammen und herzlich willkommen zurück zu Thief. Wir haben diese alten Ruinen betreten und haben jetzt vor, diese zu erkunden. Auf was auch immer. Oh, verdammt, Entschuldigung. Jetzt habe ich die Bücher umgeworfen. Oh. Puh. Und seid mir nicht... Das hier war sehr lange Zeit verschollen. Aber diese Stadt vergisst nie etwas und hütet ihre Geheimnisse. Das haben wir wohl gemeinsam. Richtig. Auch unser guter Garrett hat einige Geheimnisse. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ich muss mal die Sprecherstimmen wieder ein bisschen lauter stellen, fällt mir gerade ein. Weil ich die ja beim letzten Mal leiser gestellt hatte. Ich hoffe, er hat es jetzt angenommen. Beim letzten Mal hat er das nicht angenommen. Kleinen Moment, entschuldigt. Ja, seht ihr? Weiterspielen. Jetzt aber... Nein! Warum nimmt er das nicht an, verdammt? Komm schon. Zurück. Jetzt aber. Er will es nicht. Weiterspielen. Naja, okay. Belassen wir es einfach erstmal dabei. Und, oh nein. Arme kleinen Ratten. Ich habe selber zwei Ratten, deswegen leide ich da ein wenig mit. Okay, hier geht's weiter. Dieser leuchtende Mond schon wieder. Irgendwie ist mir das unheimlich. Komm schon. Heb an. Ja. Okay. So. Es sind 100.000 Bücher, 100.000 Schriftrollen. Und ich kann nicht eins davon aufmachen. Irgendwie erinnert mich... Manche Bücher erinnern mich so ein bisschen an Skyrim. Die sehen so ein bisschen aus, wie Bücher in Skyrim immer aussahen. Aber... Ich finde es sehr interessant hier, muss ich zugeben. Oh! Oha! Oh! Da hängt eine Ratte in der Wand! diese Druckplatte wollte mich quasi nur darauf aufmerksam machen, dass hier Fallen sein könnten. Wie kann man diese alten Fallen sicher entschärfen? Ja, kann man auch. Und ich will jetzt verdammt nochmal, dass du die... Er hat die Sprecherlautstärke übernommen. Aber warum ist er trotzdem so leise? Keine Ahnung. Und zwar hier. Zack. Heißt, damit habe ich das quasi entschärft. Kann hier drauf rumhüpfen. Könnte, wenn er hüpfen würde. So. Erstmal reinspinksen. Eine Menge Mohn. Mehr nicht. Ja, wir sehen nicht viel. Aber hier ist auch nichts zum Knacken, weil... Ich werde die Tür nicht zumachen. Jetzt seht ihr nämlich auch unterirdische Ruinen, vergessene Ruinen, ja, wie auch immer. Wir hatten ja im ersten Teil schon mal eine vergessene Stadt. Und jetzt seht ihr auch, warum ich direkt an die Hüter denken musste. Nicht nur wegen dem Schlüssel, weil wer den dritten Teil bis zu Ende gespielt hat, hat gesehen, dass Garrett einen Schlüssel auf seiner Hand hatte. Da oben, ohne Scheiß, die Schlüssellöcher sind das Zeichen der Hüter. Und ihr könnt mir nicht erzählen, dass die Hüter in diesem Spiel keine Rolle spielen. Ernsthaft. Wie gesagt, ich spiele es blind. Hauptsächlich blind. Ich habe jetzt, also es geht nur noch bis zu einem gewissen Punkt jetzt. Innerhalb von der nächsten 15 Minuten werde ich nicht mehr wissen, wie es weitergeht. Und hier kann ich jetzt natürlich auch nicht mehr entdeckt werden. Aber es kann trotzdem noch einiges schief gehen. Aber das hier wird auf jeden Fall der Part sein, den ihr zu sehen bekommen werdet. Und demnach, ihr habt was geblinkt. Da. Schriftrollenhalter. Diese Schrift... Hä? Ach, da vorne ist eine Falle. Hui. Ich bin da vergessen. Komme ich hier hoch? Nein, ich komme hier noch nicht hoch. Das bringt nichts. Okay. Ich könnte ein Seil darauf packen. Na, wahrscheinlich ist das sowieso zu hoch. Da komme ich gar nicht hin. Okay, das hier war die Falle, richtig? Ja. Oh, sehr schön, ich hab's geschafft. Okay, hier geht's weiter. Hauptsache, der Punkt ist einfach verschwunden und da hinten geht's irgendwo weiter. Eine Menge Bücher. Aber leider nichts, womit ich was anfangen kann. Warum sieht diese Truhe so neu aus? Die liegt zumindest noch nicht so lange wie hier wie die anderen Sachen.
Hier liegt aber auch überhaupt nichts rum irgendwie. Zumindest nichts von Wert. Okay, einmal kurz hoch. Aber hier ist auch nichts. Nein. Dann einmal kurz runter. Ich glaube, sehr weit komme ich hier sowieso nicht. Aha. Genau. Hier hätte ich oben den... Ach nee, hier hängt sogar schon... Hier hängen Seile. Aber warum? Damit ich da runterkomme? Das kann sein. Ich will da noch gar nicht runter. Ich komme da doch bestimmt auch irgendwie anders runter. Bestimmt. Wo bin ich denn? Achso, nee, hier. Genau. Da bin ich gerade. Okay. Wo gehe ich denn jetzt hin? Oh Gott. Will ich das? Nein, ich wollte da oben nämlich noch was gucken. Und zwar... Entschuldige, Garrett. Ich habe ihn ein bisschen... Ich habe ihn ein bisschen überfordert. Na toll. Hier ist gar nichts. Super. Jump. Komm, Treppen runterlaufen ist doch einfach. So. Hier... So viele Schriftrollen. Ich darf nicht eine lesen. Das ist so gemein. Warum komme ich da nicht rein? Okay, hier runter lässt er mich natürlich auch nicht. Und... Was haben wir... Autsch. Oh. Jedes Mal stoße ich mir den Kopf an diesen dämlichen Dingern. Und so viele tote Ratten. Mann, ey. Okay, runter. Ja gut, da wäre ich schneller runtergekommen. Nicht schleichen. Du brauchst nicht schleichen. Gut, da wäre ich schneller runtergekommen. Das ist ein Wasserrad, richtig? Wassermühle sozusagen. Ah, da komme ich nicht runter. Das ist eigentlich auch Wasser. Und Gary kann hier nicht... Die Rede war von einem Buch, Orion. Nicht von einer Bibliothek. Das müssen hunderte Bücher sein. Richtig. Wie finde ich jetzt das Buch, was ich suche? Uff. Mal abgesehen davon, ich liebe Bibliotheken, ich liebe Bücher. Und das hier ist das genialste Level, was die mir jemals hätten geben können. Ganz ehrlich, ich liebe diese verlassene Bibliothek. Auch wenn mir eine echte, intakte Bibliothek lieber gewesen wäre. Was ich noch gerade erwähnen wollte, die Tatsache, dass Garrett nicht mehr schwimmen kann, finde ich einfach nur lächerlich. Das ist was ich an dem Spiel wirklich auszusetzen hätte. Habe. Nicht hätte, sondern habe. Dass Garrett nicht schwimmen kann. Ich fand es im dritten Teil schon so lächerlich, dass er nicht mehr schwimmen konnte. Im ersten und zweiten Teil konnte er das. Im dritten kann das auf einmal nicht mehr. Und man wird jedes Mal direkt ins Gefängnis geschmissen, wenn man irgendwo im Wasser landet. Das fand ich einfach nur dämlich. Das kann doch so nicht sein. Ganz ehrlich, man verlernt doch das Schwimmen nicht. Und ja gut, es war halt so. Was ist das denn? Was das auch ist, es sieht nicht menschlich aus. Wie? Wo? Hä? Das sieht nicht menschlich aus. Ich sehe überhaupt nichts. Also ich bin mir nicht ganz sicher, was Garrett da gerade gesehen hat, aber ich sehe zumindest nichts, was nicht menschlich aussieht. Okay, ja, wie gesagt, die Tatsache, dass Garrett nicht schwimmen konnte. Ich fand das im dritten Teil schon so dämlich, dass er es irgendwie verlernt hat oder so, keine Ahnung. Also auf jeden Fall, dass er es nicht mehr konnte. Finde ich einfach nur lächerlich. Was ist das? Kann ich das? Das kann ich kaputt machen. Cool, hier war ich noch gar nicht. Hahaha. Und ich fände es, ich hätte es richtig cool gefunden. Was auch immer das jetzt gebracht hat. I don't know. Ich hätte es richtig cool gefunden, wenn die das hier wieder rückgängig gemacht hätten. Also, dass er quasi wieder schwimmen kann. Weil das war einfach, finde ich, ein essentieller Punkt. Dass diese Wasserlevel, die fand ich immer richtig cool. Mal abgesehen davon, dass das die ganzen Sachen auch so ein bisschen spannender und interessanter gemacht hat.
Rohr zum Henker bitte. Ach so, ja genau, jetzt bin ich hier oben. Da unten war ich gerade an diesem komischen Tisch. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wo ich jetzt hier lang muss. Ich bin schon so ein bisschen... Das ist wieder so ein Punkt... Ich glaube, ich bin wieder an dem Punkt angelangt, wo es relativ blind ist. Weil ich meine, hier wäre ich ziemlich lange rumgeirrt. Und hätte einfach keinen Weg gefunden. Habe. Neue Karte? Also neue Karte. Oh. Ach, da muss ich... Okay. Ich habe eine Karte. Okay, ich habe eine Karte. Wusste ich nicht. Weiß ich jetzt. Finde ich sehr gut. Ich habe... Kommst du hier runter? Kannst du hier runter? Ja, du kannst hier runter. Finde ich das gut, dass du hier runter kannst? Ich weiß es nicht. Warum schleichst du schon wieder? Lass das. Okay, jetzt bin ich hier. Moment. Ah, das ist... Ah, genau. Hier habe ich vorhin hingeguckt. Ich habe ein bisschen Angst, muss ich zugeben. Mal wieder von meinen eigenen Schritten. Und vor dem, was Garrett hier angeblich gesehen hat. Ich habe nämlich nichts gesehen. Oh, der will aber erst, dass ich darüber gehe. Scheiße. Ich muss erst einmal da hinten gewesen sein, damit es hier weitergehen kann. Finde ich jetzt wirklich ein bisschen blöd, aber gut. Wenn er meint... Oh, Gott. Jedes Mal haue ich mir den Kopf an. Verdammte Hacke. So. Was willst du hier von mir? Hier? Hier? Soll ich hier irgendwas finden? Willst du irgendwas sagen? Ah. Hier gibt es einen Schalter. Aber... Oh. Oh, oh, oh. Gott. Was war das? Ich hab Angst. Was ist das? Ich mag das nicht. Das ist mir unheimlich. Bin ich jetzt in irgendeine Falle gerannt? Ich hab Angst. Wow. Du hast einen neuen Fokuspunkt. Fokuspunkt? Aber... Das nehme ich mit. Erinnerungen an die Toten. Okay. Kleinen Moment, neuer Fokuspunkt. Ach nein, nicht hier. Fokus-Upgrades. Das heißt, ich habe übrigens herausgefunden, dass diese Tatsache, also ich habe ja irgendwie immer gedacht, dass man mit dem Fokus auch in die Schlösser reingucken kann. Das hat bei mir nur nicht funktioniert, weil ich tatsächlich dafür meine Fokusfähigkeit upgraden muss. Und zwar hier, ups, Fähigkeit, sich die Funktionsweise von Schließmechanismen bildlich vorzustellen, erhöht die Geschwindigkeit, mit der Schlösser geknackt werden können. Das ist nämlich der Punkt, der mich in die Schlösser reingucken lässt. Und deswegen muss ich jetzt hier einmal freischalten. Damit ich zumindest schon mal den ersten Punkt habe hier. Fähigkeit, arglose Personen schneller mehrere Objekte zu stehlen. Wäre übrigens vorhin auch ganz cool gewesen, mit diesem Reichensack seine Sachen wegzunehmen. Hab ich aber leider nicht bedacht. Okay, wieder raus hier bitte. Hey. Okay. Cool. Das habe ich beim letzten Mal auch nicht gefunden. Finde ich sehr geil. Ich habe einen Fokuspunkt dazu bekommen. Cool, cool, cool. Okay, da hinten gibt es etwas. Das will ich haben. Gib mir das. Hier auch nochmal? Tatsache, hier auch nochmal. Ui. Also das finde ich ganz cool in dieser Bibliothek. Da ist der Schalter. Hab ich jetzt auch gedacht, der nimmt das weiße Buch? Also ich habe jetzt gedacht, der nimmt das helle. Bibliothekstürme. Autsch. Dieser Ort ist ein Labyrinth. Ich muss zum Zentralturm. Der Zentralturm ist wahrscheinlich der, der so leuchtet da vorne. Ja, und ab hier... Meine lieben Freunde, ist dieses Spiel wieder blind. Weitestgehend. Ja. Heißt also, hier ist kein Geheimgang mehr. Nein, nein, nix, nein. Ah, hier bin ich wieder bei diesem komischen Tisch, ich verstehe. Und hier, genau. So, ab hier. Und
Definitiv. Ich finde das auch sehr cool. Man kann hier also quasi die Treppen drehen, genau, Treppen drehen. Und zum einen damit ein bisschen Licht machen und zum anderen sich neue Wege frei dingsen. Ne? Ihr wisst, was ich meine. So, hier gab es, soweit ich weiß, noch, genau, eine Münze, die 17 Gold gibt, weil es eine alte Münze ist. Hey, awesome. Wie ihr vielleicht gerade gesehen habt, war das hier Treppe Nummer 1. Also hier dieses, ne, dieses Zeichen da. Das ist eine römische 1. Wer hätte gedacht, es wäre ein I oder sowas. Und ich müsste jetzt hier irgendwie ein Wort zusammensetzen oder so. War aber nicht. So, das hier müsste dann jetzt theoretisch. Ah, das ist Treppe Nummer 3. Wow. Holy. Okay, wenn ich sie jetzt nochmal drehen würde. Würde ich. Ich kann so hier nicht rüber. Das ist irgendwie blöd. Hier, das ist Treppe Nummer 2. Ich bin mir nur nicht ganz sicher. Ich gucke erstmal hier rein. Aha, sehr gut. Inventar. Achso. Ah ja, das ist Fokus-Dingsbums. Das ist so ein Lotus-Teil. Einmal hier hoch, bitte. Danke. Hier kann ich nicht raus, aber hier kann ich raus. Und das ist Nummer. Kann ich das sehen? Kann ich. Nein. Das müsste Nummer. Das ist Nummer 3. In Ordnung. Das ist also Treppe Nummer 3. Das heißt aber auch. Nee, das kann ja gar nicht funktionieren. Komme ich auch irgendwie anders hin, außer über Treppe Nummer 3? Wahrscheinlich nicht. Doch, über Treppe Nummer 2, natürlich. Aber ohne Treppe Nummer 3 komme ich hier nicht hoch. Hahaha. Okay, ich muss die mal auch mal kurz drehen hier. So, bringt mir jetzt im ersten Moment absolut gar nichts. Oh. Das Vieh kann Pig squealen. Nein. Das ist wahrscheinlich das, was Garrett vorhin gemeint hat, mit dem, das ist nicht menschlich. Jetzt müsste ich nur irgendwie. Ah ja, ich habe eine Idee. Ich weiß, was ich tun muss. Und zwar. Weiß ich es doch nicht. Scheiße. Okay, ich habe vorhin. Ich muss irgendwie zurück darüber. Aber wie? Kann ich diese Dinger vielleicht anhitten mit. Wie bin ich denn jetzt nochmal hier rübergekommen, verdammt? Über diesen. Da, drüber. Hier. Da. Ich bin verwirrt. Okay, wartet, wartet, wartet. Wir schaffen das, wir schaffen das. Wir sind schlau. Wir sind schlaue Menschen. Die gerade keine Ahnung mehr haben, wie sie hingekommen. Ich bin noch nicht über Treppe 2 gelaufen, oder? Bin ich über Treppe 2 hier runter? Und dann habe ich die gedreht. Doch, natürlich. Verdammt. Okay, irgendwie muss ich versuchen, da hochzukommen. Aber ich bin mir gerade irgendwie. Irgendwie, ich sag ständig irgendwie. Verzeiht. Das ist blöd. Ich weiß. Ist das hier nicht der Zentralturm? Mann. Hier kann ich auch nicht rein. Jetzt muss ich nur gucken, dass ich irgendwie. Schon wieder. Merkt ihr es? Irgendwie ist mein Lieblingswort. Irgendwie ist irgendwie mein Lieblingswort. Entschuldigt. Okay, ich muss mir das mal kurz zusammenreimen. Wenn ich das, dann könnte ich darüber. Dann könnte ich runter auf die 3 springen. Nein. Totaler Bullshit. Was passiert jetzt, wenn ich die 3 verändere? Dann könnte ich. Ich versuch's mal ganz kurz. Das ist nicht die 3, richtig? Doch, es ist die 3. Ich glaube, ich muss Treppe Nummer 3 ändern. Um jetzt da hochzukommen und Treppe Nummer 2. Und 1. Ich hab. Oh Gott, das ist so verwirrend.
So, jetzt komme ich hier hoch. Einziges Problem an der Sache ist, dass ich bei der 2 jetzt nicht weiterkomme, richtig? Doch, natürlich. Aber ich komme nicht da hoch. Puh. Okay, wie komme ich sonst noch hier hoch? Über die 3, wenn sie andersrum ist. Dann komme ich hier hoch. Und wenn die 2 dann andersrum ist, dann könnte ich von hier oben auf die 2 runterspringen und darüber laufen. So war das Prinzip. Die Umsetzung ist jetzt nur ein bisschen schwierig, weil ich kann die 2 nicht drehen, ohne dass ich da... Also ich muss dann da ja auch wieder irgendwie wegkommen. Ich komme da doch weg. Okay, ich hab einen Plan. Ich habe einen Plan. Einziges Problem an der Sache, wenn ich die 3 jetzt drehe, komme ich da doch gar nicht mehr. Doch, da komme ich doch. Natürlich. Okay. Ich hoffe, es funktioniert so, wie ich es vorhabe. Ich sehe es nämlich kommen, dass es nicht funktioniert. Okay. Theoretisch könnte ich ja... Ich komme so jetzt da drauf und ich komme andersrum da drauf. Uff, ist das kompliziert. Ich hasse diese... Also solche Rätsel finde ich irgendwie schwierig. Ich meine, natürlich ganz cool. Weil... So, seht ihr? Jetzt kann ich nämlich hier runter. Zack. Und kann jetzt hier hoch. Da bin ich aber noch lange nicht am Zentralturm. Zumindest noch nicht drinnen. Und bin da, wo mir dieses komische Vieh gerade abgehauen ist. Und weil ich jetzt tierische Angst habe, weiterzumachen. Und, ich bin da total Schisse. Und weil meine Zeit auch schon wieder vorbei ist, werde ich jetzt an dieser Stelle mal wieder Tschüss sagen. Und werde den Part beenden. Ihr könnt mir gerne Kommentare da lassen, wenn ihr möchtet. Und Bewertungen auf jeden Fall. Es wäre super, wenn ihr mir einen Daumen aufgeben könntet, wenn euch das Video gefallen hat. Dann abonnieren auf jeden Fall nicht vergessen. Unten unter dem Video findet ihr einen Abonnier-Button. Da einmal draufklicken. Dann werdet ihr immer informiert, wenn ich neue Videos habe. Und schaut auf jeden Fall unten in die Videobeschreibung. Da sind auch wichtige Links drin. Nicht vergessen. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part wieder. Bis dahin und tschüss.